Hansestadt Bremen. Hier in der Bürgerschaft werden wichtige politische Debatten geführt. Doch im Moment steht der Lokus im Fokus. Wenn das Haus voll ist und die Toilette halt eben sehr frequentiert ist, dann kommt es natürlich zu mehreren Flecken und irgendwann stinkt's. Tatsächlich? Flecken unterm Pissoir? Ja, und nu? Dann haben wir einen Gutachter eingeschaltet, um herauszufinden, woran es denn wohl liegen möge. Sehr gute Idee. Und der Gutachter startet auch sofort ein hochwissenschaftliches Experiment. Der Vorgang einer Blasenentleerung wurde durch den Einsatz einer kleinen Gießkanne mit Warmwasserfüllung simuliert. Interessant. Er hat sich dann so in mögliches Verhalten der Nutzer versetzt und hat also nicht nur direkt ins Loch gekippt, sondern hier auch in die Mitte des Randes. Und da zeigte sich dann, dass einzelne Tropfen natürlich ganz korrekt abflossen, aber andere auch nicht. In der Tat. Der bewährte Urinalgießkannentest beweist, dass das Blasengut nicht dort landet, wo es landen soll. Aber was sagt denn das Gutachten zu dem Grund dafür? Die Länge des Gliedes und die Wurfweite bei der Blasenentleerung werden oft überschätzt. Dadurch wird der Abstand zu groß gewählt. Ah, es liegt also am männlichen Urinstinkt, dass es hier nach Urin stinkt. Nicht die Mechanik ist das Problem, sondern der Mann. Dafür hätte man eigentlich aus meiner Sicht kein Gutachten benötigt. Das weiß man auch so, gerade als Frau. Aber erst jetzt ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es doch auf die Länge ankommt. Und zwar auf die Länge zwischen Gliedende und Urinalbeginn. Das Gutachten ist also kein Griff ins Klo. Es hat offensichtlich dazu geführt, dass man darüber nachdenkt, wie man sich entleert. Also ich uriniere immer fachgerecht. Tritt näher ran, als kurz ans Klo ist. Und Gutachten in Bremen beschäftigen sich mit mehr Pipi-Kram, als man ahnt.